θα είναι πιο κοντά στον πολίτη, που θα επιτρέψει ενδεχομένως να βληθεί η κρίση αντιπροσώπησης που δεν υπάρχει μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Και βέβαια, μια κρίση αντιπροσώπησης στην οποία τη συγκεκριμένη περίοδο, την περίοδο που ξεκινάει ίσως μετά την κρίση, με το ξέσπασμα της κρίσης, έχει εντείνει και τις τάσεις, τις φυγόκεντρες απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά πόσον τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα μπορέσουν με τη νέα τους μορφή να συμβάλλουν στην αντιστροφή αυτής της πορείας, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Να θυμίσω ότι σύμφωνα με τις συνθήκες αποστολή των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων είναι η σύμπραξη στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η καλλιέργεια της ευρωπαϊκής συνείδησης. Πόσο κινδυνεύει αυτή η κοινή αντίληψη για το μέλλον της Ευρώπης μετά το ξέσπασμα της κρίσης και την εντυνόμενη κρίση αντιπροσώπευσης. Επιτρέψουμε να σταθώ λίγο παραπάνω σε δύο από τα κριτήρια τα οποία καταγράφετε στην έκθεσή σας και τα μνημονεύσατε. Την αξιοποίηση ως κριτηρίων χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, του πλήρου σεβασμού της εσωτερικής δημοκρατίας από αυτά, αλλά και τη σημασία της ισότητας των φύλων μέσα σε αυτά τα κόμματα. Κυρία Γιαννάκου, σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Γκούντερ Γκλόζερ, ο οποίος αντιλαμβάνομαι ότι θα μας μεταφέρει και τη γερμανική προσέγγιση στο πρόβλημα και μια ευρύτερη αντίληψη για την προοπτική των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Κύριε Γκλόζερ, σας ευχαριστώ. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe möglicherweise wenig zu ergänzen zu dem Bericht, was die Institutionen der politischen Parteien auf der europäischen Ebene angeht. Ich möchte vielleicht den Akzent auf dem, was Sie auch gerade erwähnt haben, nämlich die Frage der Bürgernähe, der Themen, die politische Parteien vertreten müssen, setzen. Und nachdem wir nur noch 3 Monate haben bis zum nächsten Wahltermin, möchte ich einfach mal so noch die letzten 10 Jahre ein bisschen Revue passieren lassen, in Bezug auch auf diese Wahlen zum Europäischen Parlament. Im Jahr 2009 stand die Wahl ganz im Zeichen der Turbulenzen der Finanzmarktkrise, herübergeschwappt aus den Vereinigten Staaten. Zahlreiche europäische Bankinstitute wurden in den Strudel mitgerissen, einhergehend mit einem Konjunktureinbruch in den europäischen Ländern. Damit wurde sichtbar, wie alles entsprechend verflochten ist, aber zum anderen hat man auch sehr deutlich gesehen, wie die Praktiken dieser Finanzakteure sind. Noch ein Jahr zuvor feierte die Europäische Union, also im Jahr 2008, das Zustandekommen des Vertrages über die Verfassung von Europa. Denn nach diversen Rückschlägen sollte die Europäische Union endlich transparenter, demokratischer und handlungsfähiger werden. Noch ein bisschen zurück, im Jahr 2004 feierten wir zum 1. Mai den Beitritt weiterer 10 Länder in die EU zu. Obwohl wir wussten, dass die Integrationsfortschritte noch nicht so weit gediehen sind. Zwischen den beiden Wahlen 2004 und 2009 lag die Feier zum 50. Jahrestag der römischen Verträge am 25. März 2007 in Berlin. Und ich darf kurz aus dieser Präambel der Erklärung zitieren. Europa war über Jahrhunderte eine Idee, eine Hoffnung auf Frieden und Verständigung. Diese Hoffnung hat sich erfüllt. Die europäische Einigung hat uns Frieden und Wohlstand ermöglicht. Sie hat Gemeinsamkeit gestiftet und Gegensätze überwunden. Und die endet, die Präambel. Wir alle, wir Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union, sind zu unserem Glück vereint, heißt es sehr pathetisch. Aber im Hinblick auf die Zukunft heißt es, Zitat,
Wir stehen vor großen Herausforderungen, die nicht an nationalen Grenzen Halt machen. Die Europäische Union ist unsere Antwort darauf. Nur gemeinsam können wir unser europäisches Gesellschaftsideal auch in Zukunft bewahren, zum Wohl aller Bürgerinnen und Bürger. Dieses europäische Modell vereint wirtschaftlichen Erfolg und soziale Verantwortung. Der gemeinsame Markt und der Euro machen uns stark. Und die Erklärung endet mit dem Satz, denn wir wissen, Europa ist unsere gemeinsame Zukunft. Ende des Zitats. Ist sie das wirklich so, wenn man die letzten Diskussionen, die letzten Debatten auch verfolgt? Eigentlich wunderschön alles formuliert im Jahr 2007, aber natürlich einige Jahre später schaut die Situation ganz anders aus. Und mit dem Aufbruch von damals und mit heute zu vergleichen, ist sehr schwierig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich sehr herzlich bei der Friedrich-Ebert-Stiftung einmal für diese Initiative und des Zentrums für europäisches Verfassungsrecht. Wenn auch mein Aufgabenfeld in den letzten Jahren im Parlament eher sich, ja, kann ich auch sagen, der Transparenz, der Demokratisierung in der arabischen Welt beschäftigte, so verlor ich aber nie, auch aufgrund meiner Arbeit im Parlament und im Auswärtigen Amt, nie den Fokus der europäischen Politik, weil, glücklicherweise, die europäische Politik auch in den Wahlkreisen vor Ort mehr Zuspruch, ja natürlich auch mehr Kritik bekommen hat als in den Jahren zuvor. Ich sage aber auch, weil das ja auch das Thema befasst, Herausforderung der europäischen, der politischen Parteien, ich glaube aber auch, dass es nicht einfacher geworden ist für die Akteure, die europäische Politik machen, diese europäische Politik vermitteln, denn die Akzeptanz ist doch sehr stark gesunken. Und das gilt nicht nur für diejenigen, um den Vergleich zu wählen, die am Deck als Kapitän stehen, sondern auch viele, die im Maschinenraum arbeiten, und dazu zähle ich natürlich auch die Parlamentarier und Parlamentarier in erster Linie des Europäischen Parlaments, aber natürlich auch die Parlamentarier und damit auch viele Mitglieder in den Parteien. Es weht ein antieuropäischer Gegenwind, nicht nur in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Das hätte man vor einigen Jahren sagen können. Und ich meine auch nicht die kritische Auseinandersetzung mit Vorgehensweisen und Entscheidungen der Europäischen Union. Aber ist denn gelegentlich draußen bekannt bei Bürgerinnen und Bürgern, wer eigentlich diese Entscheidungen zu vertreten hat? Die Kommission, das Parlament, die Staats- und Regierungschefs oder vielleicht sogar die nationalen Parlamente? Nein, ich meine Personen, Parteien, Gruppen, welche ihr Heil in einer Renationalisierung der Politik sehen. Und gerade sprechen wir über Herausforderungen der politischen, der europapolitischen Parteien. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und das in einem Jahr, in dem wir dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges gedenken. Bei uns in Deutschland nimmt die aktuelle Literatur täglich zu. Es gibt hervorragende Bücher. Aber wenn es eine Schnittmenge der Darstellungen gibt, dann die Beschreibung des Zustands jener Zeit vor 100 Jahren auf diesem europäischen Kontinent. Erstens eine Zeit des Misstrauens, der Intrigen, der nationalen Selbstüberschätzung und des Fehlens von handlungsfähigen Institutionen, mal ganz abgesehen aber auch vom Fehlen politischer Verantwortung. Seit Monaten, besser Jahren, ist die Europäische Union, sind die Mitgliedstaaten nur noch mit sich selbst befasst, mit der Bewältigung der Finanz- und Schuldenkrise. Und die Europäische Union als Akteur im Hinblick auf die Nachbarschaft im Süden wie im Osten blieb hinter den Erwartungen zurück, seien es die Umbrüche in der arabischen Welt, das Drama in Syrien, der Dauerkonflikt zwischen Israel und den Palästinensern, die Uneinigkeit in der Flüchtlingspolitik, aber auch in der europäischen Innenpolitik wie Fragen der Bankenregulierung, Abbau sozialer Verwerfungen. Vor welchen Herausforderungen stehen eigentlich nun die Parteien, wenn es denn diese europäischen Parteien gibt und auch geben soll, weil es wichtig ist? Könnte ich noch die Frage an mich auch stellen, welche Herausforderungen gibt es für Sozialdemokraten und Sozialisten? Welche Antworten wollen wir auf bestimmte Fragen finden, nicht nur national, sondern eben europäisch?
Martin Schulz hat vor wenigen Wochen auf einer Rede in Berlin gesagt, Europa eine neue Richtung geben, Vertrauen in die europäische Idee zurückgewinnen. Immer mehr Menschen zweifeln an dem Wert und Nutzen der europäischen Projekte, aber auch an den europäischen Institutionen. Ich finde, und es ist richtig, nicht das europäische Projekt ist abzuschreiben oder schlecht zu reden, sondern die Mängel und die Fehler sind zu bekämpfen. Und ich denke, die Agenda ist eigentlich auch klar, und da mag es die ein oder anderen Unterschiede geben, auch zwischen den politischen Parteien auf europäischer Ebene. Aber ich denke, Einsatz für Frieden und Menschenrechte, Einsatz wirklich auch für nachhaltiges Wachstum, Einsatz für Beschäftigung und soziale Rechte, Zügelung der Finanzmärkte, auch für eine kohärente europäische Außen- und Sicherheitspolitik und dies vielleicht ein bisschen typisch deutsch, eine Wertigkeit der Aufgaben, die man auf europäischer Ebene zu erledigen hat. Da meine ich ein Lieblingsthema, das in Deutschland immer eine Debatte spielt, das berühmte Subsidiaritätsprinzip. Die Frage eben, was macht man auf der kleinen Ebene und was kann man auf der hohen Ebene machen. Was die Menschen umtreibt, sind natürlich die Widersprüchlichkeiten von uns, den Politikern, der Kommission, der Staats- und Regierungschefs. Und manchmal macht auch der Alltag die Bürger zornig und ratlos. Vielleicht kann ich auch das wieder spiegeln, was ja später vielleicht Ergebnis auch sein kann, der Aufgabe von europäischen Parteien. Da auf der einen Seite solche seitenweise Regelungen über die Ausgestaltung eines Traktorsitzes. Dort die Untätigkeit, aber bei obskuren Finanzprodukten. Auch ein Produkt, man hat sich nicht drum gekümmert. Bekannt vor wenigen Wochen, mag Sie vielleicht besonders treffen, hat uns aber auch in Deutschland sehr getroffen, eine Initiative von wem auch immer, offenes Olivenöl in Restaurants zu verbieten. Dafür soll es abgepacktes Olivenöl geben. Auf der anderen Seite, es werden Papierberge angehäuft und wird dargestellt, wie die Jugendarbeitslosigkeit in den europäischen Mitgliedstaaten steigt, aber es werden keine entsprechenden Konsequenzen gezogen. Da die dumpfen Parolen bei der Ankunft von Flüchtlingen, auf der anderen Seite das Tolerieren von Steuerflüchtlingen. Hier die Bürger, welche mit ihren Steuern zum Erhalt des Staatswesens beitragen, dort die anderen Bürger, die sich der Verantwortung für das eigene Land entziehen und gelegentlich noch stolz in den Medien sich ihrer Schamlosigkeit brüsten. Ich sage ganz bewusst, das ist nicht ein typisch griechisches Beispiel. Das kennen wir in einer anderen Form in Deutschland auch. Damit wird deutlich, wie wichtig es ist, die Akzentuierung zu setzen, wo gibt es gemeinsam verbindete Themen, Ziele europäischer Parteien. Wenn ich eingangs aus der Erklärung zum 50. Jahrestag der römischen Verträge mehrfach das Wort Wohlstand zitiert habe, dann klingt das doch in den Ohren vieler Bürger wie Hohn angesichts der Arbeitslosigkeit, unzureichender Beschäftigungsperspektiven, gefangen in einer persönlichen Abwärtsspirale bis hin zur Armut der öffentlichen Haushalte. Es mag ja auch sein, dass nationale Regierungen auf falsche Projekte gesetzt hatten und das schon vor 2008, vor Ausbruch der Finanzmarktkrise. Aber es nützt doch nicht jetzt, sozusagen für das Fehlverhalten von Politikern und Parteien einen vermeintlichen pädagogischen Strafkatalog zu erstellen und abzuarbeiten, ohne aber gleich zu erkennen, wen dieser Strafkatalog trifft. Jedenfalls trifft es mehr diejenigen, die Hilfe bedürfen und eben nicht die politisch Verantwortlichen oder die besonders schlauen Profiteure. Ich spreche heute in Athen nicht anders als in meiner Heimat Nürnberg, einem schönen Teil Bayerns. Deshalb, in einer Reihe von Mitgliedstaaten haben sich strukturelle Defizite angehäuft. Dies abzubauen kostet Kraft, aber auch Zeit. Und natürlich führt dies gelegentlich zu politischen Verwerfungen, wie die Vergangenheit gezeigt hat. Aber in einer solchen Situation ist Handeln angesagt, ist Solidarität angezeigt. Will diese Solidarität keine Lehrformel bleiben. Und so bleibt der Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit oberste Priorität. Es war im Übrigen auch eine sozialdemokratische Initiative, welche finanzielle Mittel gegen die Jugendarbeitslosigkeit einforderte.
Jetzt braucht es verbindliche Ziele für die Bekämpfung dieser Jugendarbeitslosigkeit auf europäischer Ebene. Und das ist eben ein Thema auch europäischer Parteien. Es nützt nichts, es klang vorhin an, wenn das in Deutschland gefordert wird oder jetzt in Griechenland oder in Spanien. Es muss eine politische Willensbildung auf europäischer Ebene unternommen werden. Über viele Jahre wurden enorme Anstrengungen unternommen, um den europäischen Binnenmarkt zu schaffen. Es ist unstreitig. Vieles ist nicht mehr wegzudenken. Wir nutzen täglich die Vorteile. Doch die sozialen Themen, die sozialen Rechte hielten nicht Schritt. Bestes Beispiel: die Freizügigkeit des Kapitals wurde viel früher und schneller realisiert als die Freizügigkeit von Menschen. Aber wenn das eine Ziel die grenzüberschreitende wirtschaftliche Aktivität ist, dann darf das andere Ziel, das der sozialen Rechte, nicht ausgeblendet werden. In Deutschland gibt es einen breiten Konsens über die soziale Marktwirtschaft. Aber auf europäischer Ebene stand zu lange nur der Wettbewerb auf der oberen Rängen der Agenda. Dabei gerieten zum Beispiel Arbeitnehmerrechte ins Hintertreffen. Nicht umsonst, kann ich es nur für die SPD sagen, haben wir auch 2009 schon bei einem ein bisschen europäisch ausgerichteten Wahlkampf gesagt, es muss um das soziale Europa gehen. Und auch jetzt bleibt dies ein beherrschendes Thema. Ich greife nur Themen auf wie Lohn- und Sozialdumping, gleiche Lohn- und Arbeitsbedingungen oder den Europäischen Pakt für Mindestlohn. Aber wer soll das umsetzen, wenn nicht dann auch vorhandene Parteien, die auf europäischer Ebene aktiv sind? Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Auseinandersetzung zwischen freien Wettbewerb und Deregulierung auf der einen Seite und der Verwirklichung der sozialen Dimension auf der anderen Seite zeigt sich häufig auch an der öffentlichen Daseinsvorsorge. Also auf einem Feld, wo insbesondere die Gemeinden, die Städte über Jahrzehnte hinweg der Garant für bestimmte öffentlich-rechtliche Güter waren. Eine immer wiederkehrende Debatte entspinnt sich bei Brüsseler Überlegungen zur Privatisierung der Wasserversorgung. Andere Felder, wie zum Beispiel im Bereich der sozialen Infrastruktur, ließen sich ergänzen. Aber plötzlich interessieren sich viele, viele Menschen für ein beabsichtigtes sogenanntes europäisches Gesetz. Das letzte europäische Bürgerbegehren zum Schutz der Wasserversorgung hat dies belegt. Die Menschen spüren, dass nicht die Versorgung mit dem Lebensmittel Wasser im Vordergrund steht, sondern Wettbewerbsprinzipien. Warum Bewährtes verändern wollen? Warum die Menschen oder deren politischen Repräsentanten nicht vor Ort entscheiden lassen? Es ist keine neue Debatte in dieser Europäischen Union. Im Gegenteil, diese besteht von Anbeginn an. Auf europäischer Ebene sind eben Dinge zu regeln, welches ein Land nicht selbst regeln kann, aber was den Akteur Europäische Union stärkt. Ich kann nur die Stimmung in Deutschland wiedergeben. Dabei klammere ich die populistische Stimmungsmache grundsätzlich aus. Diese Einführung der Energiesparlampe verbunden mit manchen rätselhaften